Lebenskräfte, Sprache des Landes. Das ist weit mehr als Wahrsagerei, weißt du? Es sind eben Lebenskräfte. Und mit den Zeichen der Runen kann das Land mit uns kommunizieren und uns sagen, welche Lebenskräfte in uns wirken und was wir, ja, dadurch, wenn wir uns mit den Runen auskennen, wissen wir auch, was wir besser machen müssen oder können, um unser Ergebnis fürs Leben, unser Heil für die Sippe zu verbessern. Denn das ist der Grundgedanke eines germanischen, ja, Weltenbildes, Heil zu erzeugen. Ja, Heil für die Sippe, Heil fürs Land, für die alten Ahnengötter. Nun denn, ich erlebe das oft, wenn ich Runenarbeiten anbiete, dass mir gesagt wird, oh nee, das will ich gar nicht wissen. Nee, lass mal, nee, sowas mache ich nicht. Nee, ah, und zum Schluss kommt da was Schlechtes raus, ne? Nee, nee, lass mal. Das erlebe ich ganz oft und ich kann es verstehen. Mir geht es nämlich auch nicht anders. Wenn jemand auf mich zukommt und mir sagen würde, und das schwingt da halt für die Menschen immer mit, mir sagen würde, boah, komm, ich sag dir mal, was in dir los ist und was auf dich zukommt, dann würde ich auch sagen, Alter, oh Gott, und wenn jetzt da was Schlechtes rauskommt, und die Menschen haben recht. Denn wenn man das wirklich so sieht, dann wäre es dumm zu fragen, weil man hätte diese Prägung im Kopf, jetzt passiert mir was Schlechtes. Und damit wird es ganz, ganz schnell über diese alten Kanäle zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Ja? Doch wer die Runen kennt, der weiß auch, dass jede Rune alle Aspekte enthält. Alle. Ja? Alle Grautöne, alle bunten Farben, alle Sachen enthält jede Rune. Gutes, Schlechtes, Aufforderndes, Heilendes. Ach, du kannst mit einer Rune immer in jede Richtung in dieser Kraft gehen. Und deswegen sagen dir die Runen niemals, das und das wird passieren, sondern sagen dir, du, pass mal auf, diese und jene Kraft ist in dir aktiv und mit der kannst du so oder so umgehen. Was ist für dich besser? Und das kannst du dann entscheiden. Und das ist der Unterschied einfach zu Wahrsagerei. Deswegen heißt es auch, die Runen raunen Rat. Und mehr ist es auch nicht. Als runenkundiger Mensch weißt du dann aber, wie du dich verhalten musst, um das zu erreichen, was du wirklich brauchst, willst oder dir wünschst. Wenn du weißt, welche Kräfte in dir spielen, weil du dann mit anderen Kräften ausgleichen, stärken, sanfter machen kannst, weil du damit spielst mit den Runenkräften. Das ist aber wichtig, dass man das wirklich gut lernt, dass man sich jeder einzelnen Rune und ihrer Kraft völlig bewusst ist, dass man weiß, was passiert, wenn man sich hier Otala auf die Stirn malt. Das muss einem klar sein, damit man weiß, was man damit in sich drin verändert, okay? Und deswegen ist es mir so wichtig, dass man nicht einfach nur eine Rune zieht oder ein Runenbuch nimmt und dann irgendwelche Amulette zusammenfügt und so, sondern dass man wirklich, wirklich ganz tief sich damit befasst und die Runen auch im Zusammenhang mit der germanischen Welt sich zieht, weil da gehören sie hin. Die passen nicht unbedingt zu unserer modernen Sicht von schnell, schnell mal was in Ordnung bringen. Da muss man schon wissen, wie man diese Kräfte einfach leiten muss und stärken muss, rufen muss. Ja, wie man mit diesen Kräften halt wirklich tatsächlich intensiv arbeiten kann. Deswegen, Runen raunen Rat und keine von den Runen ist jemals
Das schlechte Omen oder will ich gar nicht wissen. Ne? Beispiel, wenn wir, warte mal. Wenn wir jetzt hergehen und wir kennen die Runen ein bisschen, dann wissen wir, dass diese Rune, Naudis, eine der gefürchtetsten Runen ist. Wenn die beim Runenwurf oder beim Runenziehen auftaucht und es ist jemand, der schon mal ein Buch über Runen irgendwie angelesen hat, dann sagt, oh je, Not, da passieren mir schlimme Dinge. Not. Ja. Aber die sind dann auch notwendig, denn Naudis ist die Kraft der Notwende, aber nur wenn du weißt, wie du das richtig machst. Das heißt, du musst dich vorher mit den Nornen befasst haben. Ja? Und wenn du das weißt, dann ist Naudis die größte Chance, die du haben kannst. Ja? Ähnlich ist es mit meiner geliebten Rune Aivas. Aivas ist die Rune, die von der Eibe erzählt und von Tod und Transformation. Sie ist eine hochmagische Kraft. Ja, da würde jeder immer sofort schlucken, wenn ich beim Runenziehen zu einem Menschen sage, das ist die Rune des Todes und der Transformation. Es geht darum, dass alles stirbt, immer. Jedes Wort stirbt, wenn es verklingt, ja. Alles stirbt immer und wandelt sich dann, transformiert in etwas anderes. Wenn du ein Wort aussprichst und es stirbt im Klang, aber die Seele des Wortes kommt beim Gegenüber an und macht da ein Gefühl oder dergleichen, ja? Alles stirbt, du stirbst, ja? Ganz genau. Das weißt du eigentlich schon seit deiner Geburt, ja? Aber Ei, was weißt, du wandelst dich dann. Eine Arbeit stirbt, ein Hobby, eine Liebe, eine Freundschaft und wandelt sich dann. Sie stirbt in dieser Form und wird anders, aber Wandel ist das, was uns voranbringt. Und so ist es manchmal wichtig, genau das sterben zu lassen, was dich behindert, ne? Ja. Dann hast du Isa, das Eis. Die Eiszeit. Ja, da könnte man sagen, boah, jetzt geht nichts voran mit Isa. Und ich brauche doch, ich möchte doch das so schnell erreichen und so. Und oh, nee, jetzt muss ich auch noch Geduld haben. Fuck. Ja. Isa wird immer dafür sorgen, dass es still bleibt und starr. Aber nur so lange, bis alles passt und die Lebenssonne wieder die Themen bescheinen kann. Das weiß man als Mensch nicht, wann es passiert, aber es passiert jedes Mal. Das ist auch so sicher bei Isa. Und dann taut aber nur noch das auf, was so eine Starre überlebt hat. Das heißt, die wirklich wichtigen Dinge tauchen dann da auf, die wirklich guten Dinge für dich. Das andere ist dann erfroren. Das ist wie wenn wir sagen, oh, hoffentlich quirrt's im Winter gescheit, dann sterben die ganzen Mucken. Ähnlich. Sind wir ja dann auch froh. Und so haben diese gefährlichen Helsrunen und Hagalas, die Herausforderung, der Hagelsturm, ja. Keine schöne Sache oftmals, außer wenn man weiß, wie man es anpackt. Auch dann entsteht da wirklich Wichtiges, ja. Und dann hast du halt auch Runen wie Fehu, mein Lieblingsbeispiel, wo jeder sagt, boah, die Rune des Wohlstands und des Reichtums und des beweglichen Besitzes oder wie auch immer. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Aber Fehu erzählt nicht vom Reichtum, sondern von der Vermehrung. Damit sicherlich, wenn du sie zu nutzen weißt, für Reichtum an Freundschaft, an Liebe, an Geld, an Besitz, egal was. Denn Fehu vermehrt und Fehu ist eine Naturkraft. Das heißt, Fehu ist es völlig wurscht, was du hast. Das, was du hast, vermehrt sie. Wenn du also gerade Zweifel, Sorgen, Ängste oder keinen Job hast und Angst hast oder sonst irgendwas Gruseliges in deinem Leben passiert,
und du benutzt Fehu, um es zu verbessern, dann liegst du falsch, weil Fehu vermehrt dann deine Energie und die ist in der Zeit sicherlich nicht das, was du noch mehr haben willst, nämlich Sorgen, Angst und Zweifel. Aber bist du ein fröhlicher Mensch, ein erfolgreicher Mensch und nutzt Fehu, in jeder Hinsicht vermehrt sie das. Fehu ist der Urfunke, der zum Feuer wird. Und dabei ist es egal, welche Farbe das Feuer hat. Ja. Das mal nur hier so kleine Runenkunde am Rande. Es gibt keine schlechten Runen. Es gibt keine Runen, die dir sagen, boah, es passiert was Schlimmes in deinem Leben. Denn die Runen raunen Rat. Mehr tun sie nicht. Sie sagen dir nur, das oder jenes ist in deinem System, diese oder jene Kraft arbeitet in deinem System und aus diesem Grund geschehen dann natürlich diese oder jene Dinge, ist klar. Aber das bestimmst immer du selbst. Und die Runen sagen dir nur, wie du damit umgehen kannst. Und wenn du dann mit jemandem Runenkundigen sprichst oder selbst so weit bist, dann weißt du auch, welche Kräfte du in dir verstärken, involvieren, in dich hineinrufen musst, um diese andere Kraft zu stützen, zu heilen oder zu verstärken oder abzuschwächen. Okay? Eigentlich ganz einfach, oder? Man muss nur die Runen gut kennen. Und das kann man lernen. Es ist die Sprache des Landes und du findest sie überall da draußen. So, jetzt lasse ich dich wieder in Ruhe. Wünsche dir einen schönen Tag. Und geh in meine wunderbare Runenhexarbeit. Alles Liebe von der Runi. Ah, wenn du Bock hast, auf meine Art die Runen zu erlernen, ich biete da Kurse an. Findest du auf meiner Homepage runenhex.com. Bis denn.